Ja, ich darf Sie heute vor dem Hanapi begrüßen. Heute mit einem ganz besonderen Interviewpartner, den ich schon viele Jahre kenne. Momo Ildis von Rapid Wien nach Nürnberg, dann in die Türkei und jetzt sind wir wieder zurück in Wien. Eine doch sehr turbulente Karriere, die er aufzuweisen hat. In ein paar Minuten dürfte er eintreffen und dann werden wir uns in das Hanapi begeben, was für ihn, wie er mir am Telefon schon verraten hat, ein sehr emotionaler Moment sein wird, wenn er wieder das Hanapi betritt, wo wir mit ihm eben darüber reden werden, wie es in seiner Karriere verlaufen ist, wie es weitergehen wird und eben auch, wie es ihm als Spieler mit türkischem Migrationshintergrund bei den Vereinen oder auch in der Türkei gegangen ist und wo er mir, wie er mir schon verraten hat, schon recht kontroverse Geschichten erzählen wird. Also jetzt los mit dem Interview mit Momo Ildis. Er hat sich das Stadion schon ziemlich genau angeschaut, ist ein bisschen auf und ab spaziert und deshalb am besten jetzt am Anfang die Frage, Momo, das neue Rapid-Stadion, das neue Hanapi-Stadion, wie gefällt es dir? Ja, das neue Rapid-Stadion schaut optisch natürlich sehr schön aus. Das freut mich auch für Rapid. Aber wenn man mich fragen würde, natürlich gefällt mir das andere, das frühere besser, also mehr, weil ich dort aufgewachsen bin, dort drin gespielt habe. Sogar wie ich klein war, habe ich dort dann so Bechers gesammelt bei jedem Rapid-Spiel. Dort habe ich viel mehr Erinnerungen, deswegen gefällt mir das andere natürlich mehr, aber das ist natürlich ein Level natürlich. Was ist das Normales für Rapid Wien? Weil Rapid Wien ist ein sehr großer Club. Deswegen freut es mich für Rapid und es ist auch sehr schön. Und hast du schon mal jetzt im neuen Stadion ein Heimspiel gesehen? Ja, gegen Wacker Innsbruck im letzte Saison. Wie fandst du es? Also das Spiel selber, aber die Stimmung und die Atmosphäre? Die Stimmung ist bei Rapid Wien immer sehr gut. Ja. Kannst du im letzten Platz spielen, kannst in der zweiten Liga spielen, was ja hoffentlich nie passieren wird. Aber mit der Westtribüne im Rapid-Stadion wirst du immer eine Stimmung finden. Ja. Super. Gut, von Rapid Wien ist es dann für dich weitergegangen nach Nürnberg und dann in die Türkei. Wenn du uns kurz einfach jetzt nur in Schlagwörtern erzählen könntest, also wie der Wechsel dann zustande gekommen ist, der ja medial schon sehr groß eingeschlagen ist, wie es dann weitergegangen ist und kurz einfach erzählst, wie es weitergegangen ist und wie es jetzt, wie der letzte Stand ist von seit dem Wechsel zu Nürnberg bis jetzt? Ja, das ist ein großes Thema eigentlich. Also ein längeres Thema wäre das, aber ich tue das mal so kurz zusammenfassen. Es hat wie ein Traum begonnen. Ich habe hier bei Rapid Wien gespielt und danach gleich nach 15, 20 Spielen oder so habe ich ein Angebot aus Deutschland bekommen, aus der Bundesliga und das ist Traum von jedem Fußballer. Und es ist nicht leicht, in die Bundesliga zu wechseln. Danach aber, ich war sehr jung. Wie ich bei Nürnberg gelandet bin, war ich sehr jung und ich habe das wissen die Fans draußen nicht, diese Spiele in einem Verein, in der Mannschaft wissen die Fans nicht, also wissen die Menschen da draußen nicht, weil das wissen nur diejenigen, die da drin sind. Und ich habe das erst nach 3-4 Jahren gecheckt, was sich alles in Nürnberg gedreht hat. Und ich war damals sehr guter Spieler. Also ich war sehr gut in Form, ich habe gut gespielt und alles Mögliche. Der Trainer hat mich auch gemocht. Und danach, halbe Saison war alles wunderbar. Und dann, als ich wieder zurückkam, im Sommer, nach den Ferien, hat alles begonnen. Also da war ein Kapitän, der hat mich nicht so gemocht. Wenn man ehrlich sein muss, normalerweise erzähle ich sowas nicht, aber so hat's begonnen und nach einem halben Jahr habe ich mich gar nicht dort wohl gefühlt. Danach musste ich wechseln in die Türkei. Dort hat's wieder sehr gut begonnen, ein halbes Jahr lang. Wo war die erste Station? Erste Station war bei Gaziantepspor. Ist auch ein großer Verein in der Super League. Ja, in der Super League. Ja. So wie Bundesliga in Deutschland. Ja. Und dort hat's auch sehr schön begonnen, aber danach bis jetzt ist eigentlich nur ein Albtraum gewesen, weil Gaziantepspor ist pleite gegangen. Ich habe leider 3-4 Jahre dort umsonst gespielt, kein Geld bekommen. Danach habe ich noch einen Verein gewechselt. Welcher war das?
Elazığspor war das. Das war jetzt die zweithöchste Spielklasse? Ja, genau. Und dort habe ich dann auch kein Geld bekommen. Und danach ging es nur bergab, bergab, bergab. Es ist jetzt nicht so, dass überall in der Türkei nicht gezahlt wird, aber ich habe genau diese Vereine oder diese Menschen erwischt, was ein bisschen... Ja, verstehe schon. Sie haben schon verstanden. Ja. Und leider ging es jetzt ein bisschen bergab, aber jetzt in den letzten 6 Monaten lebe ich jetzt wieder in Wien. Ich hatte eine kleine Verletzung, also eine Verletzung, was ein bisschen länger gedauert hat. Deswegen wollte ich jetzt mal eine Ruhe. Ich habe mich 6 Monate jetzt ein bisschen zurückgezogen und jetzt habe ich 2 Monate, mich aufzubauen und danach werde ich schauen, wo ich reinkomme und dann mein Bestes geben, dass ich wieder spiele, weil ich weiß, ich bin... Du möchtest spielen? Ich möchte unbedingt spielen, wenn ich hier diesen Rasen da sehe. Ich will sehr, sehr... Ich will unbedingt spielen und ich habe es wirklich vermisst, auch mit einer guten Mannschaft zu spielen, weil mit Rapid bist du eine gute Mannschaft und da bestimmst du das Spiel mit deiner Mannschaft, egal welcher Verein daherkommt. Okay. Ja. Also es ist schon so, dass wenn du jetzt im Rapid-Stadion sitzt oder jetzt dir diesen Rasen, die Tribüne anschaust, es ist schon ein emotionaler Moment für dich. Unglaublich. Also ich bin mit 8, 9 Jahren schon bei Rapid gewesen und bei Rapid, mit Rapid Wien aufgewachsen. Ja. Okay. Also deswegen ist das alles emotional für mich. Alles. Obwohl ich mein Stamm ist aus der Türkei. Ja. Obwohl ich ein Türke bin, Rapid Wien ist was anderes für mich. Überhaupt die Stadt Wien und Rapid Wien ist okay. Was anderes für mich. Ja, weil aus der Rapid-Familie kommen ja sehr viele Spieler mit türkischem Migrationshintergrund. Also Yasin, Veli, es gibt ja einige, die von Rapid dann gestartet sind und bei Rapid mit Rapid schon erfolgreich waren und dann noch erfolgreich wurden mit anderen Vereinen. Gibt es zu diesen Spielern noch Kontakt oder zu welchen Spielern gibt es noch Kontakt? Ja, zu Tanju habe ich noch letztens gesehen. Zu Yasin habe ich nicht so viel Kontakt, aber Veli, egal, mit Veli kann ich 10 Jahre keinen Kontakt haben und Veli ist noch immer ein älterer von mir und den mag ich. Und der war auch immer sehr lieb zu mir und sehr nett zu mir. Ja. Okay. Aber wenn man jetzt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt über Veli geredet haben, wenn wir uns anschauen, was die Spieler, zum Beispiel auch Veli dann in der Türkei, natürlich verletzungsbedingt auch mitgemacht hat, würdest du jetzt allgemein den jungen Spielern, die jetzt in der Rapid-Akademie vielleicht auch türkischer Herkunft sind und liebäugeln mit einem Wechsel in die Türkei, würdest du jetzt grundsätzlich kategorisch davon abraten oder ist es auch so, dass man schon auch in der Türkei erfolgreich sein könnte? Auf jeden Fall, man kann erfolgreich in der Türkei sein, aber es ist eine andere Kultur. Auch im Fußball ist das so dann. Wie wirkt sich das aus? Dort ist einfach alles ein bisschen geschmeidiger. Okay. Hier ist ein bisschen professioneller alles. Okay. Und deswegen haben diese Vereine in Europa ein bisschen mehr Erfolg als wir die in der Türkei, weil in der Türkei ist eine andere Kultur. Und die Menschen sind da auch einfach anders. Und in der Türkei, also ich würde einen raten, derjenige, der nach Türkei wechseln will, sollte ein Ausländer sein. Okay. In der Türkei mögen sie Ausländer. Okay. Sehr. In Österreich nicht. Nein. Sowas nicht gemeint, auf jeden Fall nicht. Aber in der Türkei hast du mehr Chancen als Ausländer als ein Türke. Okay. So gesagt. Also wenn man jetzt hart auf hart sagt, ist wirklich so. Okay. Und das weiß jeder, das ist die Wahrheit. Deswegen werde ich mich da jetzt nicht zurückziehen oder so. Okay, ja, na passt. Gut, dann reden wir noch kurz über die Türkei. Also in Elazığ und dann danach in Giresun, oder? Aber ganz kurz halt, wenn ein junger Spieler in die Türkei wechseln wollen würde, würde ich ihn raten, nicht mit jungem Alter. Okay. Also etwas später und viel, viel, viel beraten. Lassen. Ja. Beraten lassen und viel nachfragen, zu welchem Verein, zu was für einem Verein, wie war der Verein vor den letzten 2, 3 Jahren. Das wäre dann ein besserer Schritt. Also. Okay. Nachgedacht, vorher nachdenken, bevor man dann wechselt, genau. Sich schlau machen. Okay. Genau. Dann reden wir noch kurz über die Türkei. Du warst dann eben zuerst, glaube ich, bei Giresun und dann bei Elazığ. Oder umgekehrt? Zuerst bei Elazığ und dann bei Giresun. Das sind jetzt Vereine, so sehr in der ländlichen Gegend, weg von den Großstädten. Wie waren die zwei Vereine, also jetzt nicht, wie es jetzt organisatorisch abgelaufen ist, aber wie hast du die Stadt Giresun oder die Stadt Elazığ erlebt und die Bevölkerung dort erlebt? Die Stadt Gaziantep, die Stadt Elazığ. Wunderbar, die Menschen sehr schön, alles sehr schön. So, von dem her hatte ich auch ein sehr ruhiges Herz dort. Also es war sehr schön. Okay.
Und Gaziantep ist auch so eine bisschen wärmere Stadt. Okay. Ist öfters warm. Dort war es sehr schön. Aber die Stadt Giresun, ganz ehrlich, über das will ich nicht einmal reden. Die Stadt Giresun und die Mannschaft Giresun ist eine Katastrophe gewesen. Okay. Ich bin ein Türke, ich komme aus der Türkei, aber ich bin ein ehrlicher Mensch. Die Stadt und die Mannschaft Giresun ist eine Katastrophe gewesen. Diese Menschen dort, in der Türkei, es gibt genauso wie hier Vorarlberger und Wiener, ja, gibt es dort auch. Also die Stadt Giresun, diese Türken dort sind ein bisschen anders als die Türken in Gaziantep, okay, oder als wie in Elazığ oder in Yozgat. Okay, weil du bist ja nämlich aus Yozgat. Ich bin aus Yozgat. Okay. Ja. Und jetzt noch kurz zu Giresun. Das hat dann also dort von der Mannschaft her, beziehungsweise also vom von der Führung der Mannschaft, also vom Vorstand oder anderen Menschen, die also was zu sagen hatten, die haben es dir dort nicht so leicht gemacht, was dann dazu geführt hat, dass du jetzt mehr oder weniger dich wieder von der Türkei verabschiedet hast. Ja. Und jetzt, ich wollte einfach mal meine Ruhe haben. Ich wollte mal weg von der Türkei, weil ich bin ja in Wien geboren, Wien aufgewachsen. Ich habe Wien auch vermisst. Meine Eltern sind da, meine Schwestern sind da. Und ganz ehrlich, ich war psychisch nicht mehr in Ordnung, weil ich habe 5 Jahre, 6 Jahre kein Geld bekommen. Okay. Und ich wollte einfach mal weg vom Fußball. Einfach weg vom Fußball. Und wie hat dir das jetzt getan, also dieser Tapetenwechsel nach Wien, jetzt bei deiner Familie, bei deinen Freunden? Am Anfang sehr schlecht. Ja. Aber jetzt bin ich damit klargekommen und jetzt ist mir klar geworden, jetzt trainierst du einfach, jetzt machst dich wieder fit. Weil mit Fußball habe ich überhaupt kein Problem. Wenn du mich in eine Mannschaft reinsteckst, die jetzt gerade Champions League spielt, würde ich auch spielen können. Das weiß jeder. Der mich kennt, das weiß jeder. Und deswegen ist das jetzt, also wenn ich jetzt nachdenke, ein bisschen gut gewesen. Okay, und weil ich habe auch Fußball jetzt ein bisschen vermisst und jetzt will ich mehr beißen, mehr reinbeißen. Okay, und wie soll es weitergehen? Wie ist jetzt zum Beispiel der kurzfristige Plan oder der langfristige Plan? Was sind die nächsten Schritte? Wie soll es weitergehen? Tag zu Tag, ich trainiere jeden Tag, ich gehe da in Schönbrunn laufen, da oben laufen. Ich habe einen Personal Trainer jetzt gefunden, ich werde jetzt mit ihm extra noch trainieren. Und ich werde dann in 2-3 Wochen Trainingslager einrichten, dann irgendwann, nur damit ich zu mir komme, weil ich will jetzt voll fit werden wieder, damit ich wieder spiele. Ich habe jetzt ein Jahr, jetzt 8 Monate, 9 Monate jetzt nicht gespielt und 4-5 Monate gar nicht trainiert. Ich war auch verletzt ein bisschen und jetzt will ich deswegen, ich erhole mich sehr früh und schnell, deswegen will ich mich jetzt mal so aufbauen, fit halten, fit werden. Und danach in irgendeine Mannschaft reinkommen, wo ich mich wieder beweise. Und ich weiß, ich werde mich beweisen. Und ich werde das alles wieder zurückholen, was ich verloren habe. Weil normalerweise würde meine Karriere sehr anders laufen, als sie gelaufen ist. Ich hatte wirklich sehr viel Pech. Ich hatte auch familiäre Probleme ein bisschen bekommen. Man verliert Menschen, man verliert das. Es passieren Dinge im Leben, mit denen man nicht rechnen kann. Ja. Und die sind bei mir passiert. Jeder Mensch fragt sich, was ist mit diesem Momo passiert, was ist mit diesem Momo passiert. Es ist aber nicht so leicht, wie es von draußen ausschaut. Und deswegen werde ich mal, ich habe jetzt ein bisschen so auch mich selbst motiviert, Motivation, dass ich mich da wieder beweise. Okay. Und deswegen. Also ist auch eine Rückkehr in die österreichische Bundesliga Thema? Natürlich. Ich würde sehr gern wieder in Österreich spielen. Aber ich würde natürlich am liebsten bei der Pitt Wien spielen. Ja. Naja, wer nicht. Gut. Bei Austria niemals, aber. Okay, ja. Wenn ich verhungere. Okay, na gut, soll so sein. Also wir sind ja ein unabhängiges Medium, aber ich bin natürlich auch. Das ist von meiner Seite, nicht von deiner Seite. Ja. Das ist von meiner Seite. Ich könnte jetzt nicht dir dabei beipflichten, weil ich muss ja unabhängig bleiben, obwohl ich natürlich auch sehr gerne und regelmäßig im Rapidstadion bin und eben auch hier zum Fußballschauen komme, Gott sei Dank, was immer wieder ein Erlebnis ist. Gut, dann noch zum Schluss die Frage an dich. Es geht ja in unserem Kanal auch in erster Linie darum, dass wir eben Spieler vor die Kamera holen, vor die Kamera bringen, die eben Wurzeln im Ausland haben, in deinem Fall in der Türkei, aber auch aus anderen Ländern. In der österreichischen Gesellschaft oder auch jetzt in Österreich, das wirst du vielleicht in den letzten Jahren nicht so mitbekommen haben, sind Menschen, die Wurzeln im Ausland haben, schon immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Für dich als Sportler, und das ist eigentlich der Hauptgedanke von unserem Kanal, von der Legionär, für dich jetzt als Sportler, war Fremdenfeindlichkeit, war Ausländerfeindlichkeit oder war irgendwie Ablehnung in deinen Stationen, jetzt insbesondere, ich sage jetzt mal in Wien, in Innsbruck oder in Nürnberg, war das Thema?
vielleicht von deinen eigenen Fans, aber auch von anderen Fans, hast du auch rassistische Vorfälle mitbekommen? Oder würdest du jetzt mal, wie würdest du dieses Thema jetzt als Sportler aus der Perspektive eines Sportlers sehen? Ja, das ist jetzt wieder auch ein Thema, was man so verlängern könnte, ja. Aber jetzt so kurz zusammengefasst, von eigenen Fans schon gar nicht. Okay. Mich haben Rapid-Fans gemocht. Ich habe in Innsbruck leihweise damals gespielt. Innsbruck-Fans haben mich sehr gemocht. Innsbruck-Stadt habe ich viel erlebt. Ablehnung? Ja, und in der Mannschaft auch. Okay. Und ich habe das in Nürnberg auch erlebt, aber hier bei Rapid Wien nicht, weil ich bei Rapid Wien war ich wie... Aber war das Ablehnung jetzt im Sinne von, weil du vielleicht einfach als Spielertyp oder als Persönlichkeit vielleicht anders warst? Oder war die Ablehnung oft wirklich da deshalb, weil du jetzt, sage ich mal, Muhammad heißt und nicht Peter? Ja, in Nürnberg war das deswegen. Okay. Also hättest du weniger Schwierigkeiten gehabt, wenn du Peter geheißen hättest? Ja, in Deutschland auf jeden Fall. Okay. In Deutschland auf jeden Fall. Hast du von anderen? In der Türkei auch. Wenn ich Peter heißen würde, würde ich in der Türkei auch weniger Probleme haben. Oh, ich auch, eine interessante Perspektive. Also ich bin ein ehrlicher Mensch. Und man muss das auch sagen, wenn ich jetzt sage in Deutschland, bei Nürnberg, ich sage jetzt nicht in ganz Deutschland oder so, keiner soll jetzt sowas rausbringen aus diesem Ding. Aber es ist so, in Österreich haben wir rassistische Vorfälle gehabt, ja. Aber nicht im Verein, nicht von den Fans, nicht von meinen Mitspielern. Aber in Deutschland, in Nürnberg, hatte ich von meinen Mitspielern und von Fans auch nicht. Also okay. Von Fans nicht. Und? Nur von den Mitspielern und ein bisschen von Büro. Okay, vom Vorstand oder von der Organisation. Und hast du jetzt von deinen Spielern, mit denen du mitgespielt hast oder mit denen du in Kontakt warst, in Deutschland oder auch in Österreich, hast du von denen gehört, dass die auf anderen Stadien, auf anderen Plätzen, in anderen Stadien mit fremdenfeindlichen Situationen konfrontiert waren? Oder kommt dieses Thema einem Sportler vielleicht gar nicht so nah? Ganz ehrlich, im Fußball zählt nur Erfolg. Wenn du erfolgreich bist, kannst du Herkunft haben, egal woher du kommst. Das ist, und das ist auf der ganzen Welt so. Wenn man Erfolg hat, wenn man für die Mannschaft, man muss jetzt nicht 8 Tore schießen in einem Spiel oder jedes Spiel gewinnen. Darum geht's nicht. Aber wenn Rapid jetzt sehen, dass ein Momo Ildiz, Herkunft Türkei, hier geboren, sie sehen mich eh nicht so, aber wenn sie sehen, dass ich für Rapid kämpfe, dass ich für Rapid alles hergebe, natürlich bekomme ich keine rassistischen Vorfälle mit. Okay. Aber das kann auch ein Österreicher sein, der kann sich für Rapid, also es gibt ja solche Jungs auch, die sagen, mir ist das scheißegal, entschuldige, dass ich das sage. Ja, und die mögen die Rapid-Fans nicht, natürlich. Okay. Weil es ist nämlich so, dass es interessant eben ist, gerade im dass auch der Österreicher eben oder der nicht fremder Herkunft ist, auch mit Anfeindungen konfrontiert sein könnte. Könnte, ja. Genau. Weil im Fußball geht es nur da, hier auf dem Platz, da zählt es. Du trainierst unterhalb der Woche so oft, dass die Vorfälle, alles passiert, aber das hier zählt, diese 90 Minuten, was hier passieren, und das sehen die Menschen, das sieht der Fernseher, das filmen sie, das nehmen sie auf, das zählt. Also sonst gar nichts eigentlich. Okay. Natürlich, du musst auch in deinem eigenen Leben dann ein bisschen brav leben, darfst nicht deppert sein und solche Sachen. Aber hier, wenn du hier dein Bestes gibst und Erfolg hast. Okay. Es ist nämlich interessant, weil zum Beispiel, wenn jetzt hier, ich sage jetzt nicht im Hanapi-Stadion, aber in den Fußballstadien, wird ein Schwarzer bejubelt, der in der 90. Minute das 1:0 für die Fans macht. Der Spieler läuft zu seinen Fans. Als Schwarzer wird bejubelt. Die Fans würden ihn am liebsten alle umarmen, sie würden sich am liebsten auf ihn stürzen, und dann verlassen die Fans das Stadion und äußern sich zum Beispiel 50 Meter weiter schlecht über farbige oder über nicht österreichische oder nicht einheimische Menschen. Wie kann man den Gedanken, dass jetzt zum Beispiel ein Schwarzer, der erfolgreich für den Heimverein, für den Verein ist, auch erfolgreich draußen sein könnte, wie kann man den Fans, die im Stadion dem Schwarzen gegenüber so viel Liebe zeigen, wie kann man diese Fans außerhalb des Stadions dazu bringen, auch den anderen Menschen aus anderen Ländern respektvoll gegenüberzutreten? Also dazu äußere ich mich mal so. Wenn jeder Mensch selbst im Spiegel mal reinschauen würde und sich selbst befragen würde, was für Fehler habe ich im Leben, wie bin ich mit meinen Mitmenschen, wie behandle ich sie, würde jeder Mensch mit sich selbst sehr viel zu tun haben.
Danach würde er andere Menschen nicht sehen. Ja, das ist so gemeint. Egal, was man da jetzt erzählt, das wird sich nicht ändern. Okay. Aber wenn man sich wirklich selbst mal befragt, wie bin ich überhaupt, ich selbst, egal ob ein Schwarzer oder ein Türke oder ein Österreicher oder ein das, egal woher die Herkunft ist. Wenn derjenige sich selbst mal befragt, wie er selbst ist, gegenüber sich und gegenüber den anderen, dann wird er schon genug, er wird keine Zeit haben, um andere zu... Okay, also in sich selbst mehr hineinhören, genau. Und kritischer zu sich selbst sein. Die Menschheit ist ein bisschen so, das ist in Italien so, das in der Türkei so, das in Österreich so, das in Deutschland so, überall passieren solche Sachen. Und hier in einem Stadion sind 50.000, 30.000 Leute, da kannst du nicht jeden Einzelnen jetzt alles gut da, also ein... Sie haben es verstanden. Ja. Aber ich war jetzt 5-6 Jahre in der Türkei, deswegen ist ein bisschen Deutsch, ein bisschen so. Nein, ich finde, du machst nicht das sehr gut. Nicht so flüssig deswegen. Gut, und jetzt, wir sind schon fast am Ende. Deshalb stellt sich eben jetzt die Frage, kann es ein Mittel sein, dass Menschen aus anderen Ländern erfolgreich für ihre Vereine sind, die Menschen auf der Tribüne dazu bringen, auch außen anderen Menschen, die aus anderen Ländern kommen, dass ein besseres Miteinander entsteht, dass die Menschen quasi am Fußballplatz sehen, aus allen Ländern spielen Menschen hier zusammen, Spieler aus allen Ländern sind in einem Team, das funktioniert. Kann sich das auch auf die Gesellschaft übertragen, dass man draußen sieht, das sind Menschen aus verschiedenen Ländern, aber die können auch in Summe auch außerhalb des Fußballplatzes ein gutes Team ergeben, im Arbeitsleben oder in der Schulwelt oder wo auch immer. Natürlich können sie das. Natürlich können sie das, aber wie gesagt, jeder Mensch ist anders und man kann das nicht jeden Menschen reinbringen. Diese Menschen, die ein bisschen Verstand haben, können das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist ein du bist ein Polizist hier in Wien, bist aber ein Türke, kannst dich mit deinen Kameraden draußen außerhalb deiner Geschäftszeiten, deiner Dienstzeiten nicht verstehen? Doch. Doch. Ihr seid Menschen mit Verstand und diese Menschen, was keinen Verstand haben, nicht ein bisschen nachdenken, werden dieses Problem überall haben. Okay, aber du, wir sind ja hier überhaupt, wenn es um Fußball geht, wir sind alle zusammen. Da geht es um SK Rapid Wien. Da geht es nicht um Türke, um einen Schwarzen, um einen Österreicher, um einen Deutschen, egal was. Da geht es um SK Rapid Wien. Schau, was da steht, gemeinsam kämpfen und siegen. Gemeinsam. Und da steht nicht, Österreicher kämpfen, siegen. Oder Deutsche kämpfen, siegen. Super. Oder Schwarze kämpfen, siegen. Da steht gemeinsam kämpfen, siegen. Wenn ich hier für SK Rapid Wien spiele, muss ich für SK Rapid Wien kämpfen, siegen. Dann sind wir zusammen. Und dann nachher, wenn sie es wieder haben wollen, können sie es machen. Aber hier zählt nur Rapid Wien. Okay, dann hoffen wir, also du bist schon zuversichtlich für die Zukunft, dass sich die Jugend dann besser auch diesem Thema widmet. Und mit diesem Zitat von Momo Ildis, dass er sagt, gemeinsam kämpfen und siegen, nicht nur im Fußballplatz, sondern eben hoffentlich auch außerhalb des Fußballplatzes, beenden wir dieses Interview. Ja, und wir hoffen natürlich auch mit diesem Interview den Fußballfans oder auch jenen, die unseren Kanal sonst sehen und abonniert haben, ein bisschen Einblick gegeben zu haben in die Karriere des Momo Ildis, in die Welt des SK Rapid Wien, wo wir heute drehen dürften. Und auch eben über die gesellschaftlichen Dinge, denen wir uns widmen wollen, mit Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen natürlich, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir wieder einen Spieler mit Migrationshintergrund interviewen und porträtieren und in seine Welt einblicken. Und verabschieden uns für heute und wünschen noch alles Gute und bis bald.